Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Rise of the Ronin. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir wollten rüber zu Katsura. Er wollte uns was zeigen und dann sollen wir für ihn etwas spionieren. Ich bin gleich bei dir, mein Bester. Gucken wir mal kurz, was hier los ist. Hallo, ich habe ein wirklich gutes Sortiment. Neugierig, was drin ist? Was? Vielen Dank, aber der Umtausch ist leider nicht möglich. Na gut. So, wie gesagt, ich kann gar nicht genau sagen, wie weit wir im Spiel sind. Der Ort wird von der Shinsengumi als Außenposten genutzt. Deine Einschreibung wurde schon vorgenommen. Dank unserer Satsuma-Verbindung erwarten sie einen fähigen Ronin für ihre Reihen. Du hast bereits eine Shinsengumi-Uniform, oder? Zieh sie am besten jetzt schon an. Solange wir nicht wissen, wer hinter dem Angriff im Gasthaus Terada steckt, ist deine Rückkehr für Ryoma zu riskant. Du schaffst das. Es steht viel auf dem Spiel, aber ich glaube an dich. Ich werde den Verantwortlichen finden. Ha, das wollte ich hören. Saigo und ich werden für deinen Erfolg beten. Ah, du musst der neue Rekrut sein. Ich habe schon viel von dir gehört. Du sollst sehr fähig im Schwertkampf sein. Aber hier prallen viele Schwächlinge mit ihrem Können. Also musst du es mir erst beweisen. Hm? Kennen wir uns irgendwoher? Ha, furchteinflößend! Ich erwarte viel von dir. Aber ich könnte schwören, wir kennen uns irgendwoher. Nein, nein, nein. Ich habe ein Allerweltsgesicht. Du musst mich verwechseln. Schon gut, vergiss es. Tut mir leid. Ah, darf ich vorstellen? Ich bin Shinpachi Nagakura und dieser Kerl hier ist Hajime Saito. Saito, führ den neuen hier rum und sieh zu, dass du ihn auf Herz und Nieren prüfst. Du solltest Saito gut zuhören, verstanden? Ihm kann hier keiner das Wasser reichen. Und reiz ihn nicht, wenn dir dein Leben lieb ist. Sehr witzig. Hast du schon mal einen Kameraden getötet? Bist du der beste Schwertkämpfer hier? Unsinn. Nagakura ist fraglos stärker als ich. Mit seinen Scherzen will er nur meine Geduld auf die Probe stellen. Der Übungsbereich ist gleich da drüben. Gehen wir rein. Kein Problem. Das da drüben sind Suzuki und Todo. Wenn du an Schusswaffen interessiert, hier trainieren wir. Wir kommen anscheinend gerade recht für eine Übungseinheit. Wer sein Schwert nicht beherrscht, hat in der Shinsengumi nichts verloren. Also dann, beweis mir, dass du hier richtig bist. Das ist dein Gegner. Gut, ich erwarte mir viel. Versuchen wir natürlich. Wie, das war's schon? Enttäuschend. Du bist gut, aber ich würde gerne noch etwas mehr sehen. Jetzt versuch mal, es mit ihm aufzunehmen. Komm, versuchen wir's. Und enttäusch mich nicht. Warum kämpfst du nicht einfach gegen mich? Kakugo!
Erledigt. Was denkst du? Hat er dich überzeugt? Seine Technik ist durchaus interessant. Wirklich nicht schlecht. In so hohen Tönen habe ich dich ja noch nie jemanden loben hören. Also, sollten wir ihm die Ehre zuteil werden lassen, sich mit mir messen zu dürfen? Komm. Ein Kampf gegen Nagakura ist noch einmal eine ganz andere Geschichte. Traust du dir das zu? Oh, komm, sichi. Mach dir keine Sorgen. Es wird niemand sterben. Da solltest du dir besser Sorgen machen. Du musst dich nicht zurückhalten, Neuling. Los, komm schon, gib alles! Nein. Oh, der war gut. Guter Move. Ich gebe auf. Mit dir ist nicht zu spaßen. Sag ich ja. Äußerst interessant. Nagakura zu schlagen, ist eine beachtliche Leistung. Also gut, folge mir. Ich bin praktisch unsichtbar, mich wird niemand erkennen, ne? Ah, du bist der Neuling, ja? Kommst du einen Moment her? Oh Gott, der erkennt uns doch sofort. Entschuldigt die Störung. Ich hielt es für angebracht, mich vorzustellen, selbst in diesem Zustand. Das ist Soji Okita. Weder ich noch Nagakura können ihm im Schwertkampf das Wasser reichen. Das ist heute nicht mehr wahr. Jetzt, da ich ans Bett gefesselt bin, bin ich nur noch Ballast. Wenn du noch größere Fortschritte machen willst, solltest du dich an Saito halten. Du könntest viel von ihm lernen. Okita, ich gehe zum Dojo. Schick den Rekruten rüber, sobald ihr mit Reden fertig seid. Erzähl, warum willst du der Shinsengumi beitreten? Ich hörte, die Bezahlung sei gut. Ich bin hier, weil ich kämpfen will. Du scheinst von dir überzeugt zu sein. Wie bedauerlich, dass mein Zustand uns ein Duell leider unmöglich macht. Sag mal, haben wir uns vielleicht schon mal gesehen? Du kommst mir seltsamerweise sehr bekannt vor. Wir sehen uns zum ersten Mal. Was meinst du? Ich weiß nicht, warum du hier bist, aber ich würde mich davor hüten, Aufmerksamkeit zu erregen. Immerhin steht dein Leben auf dem Spiel. Saito wartet auf dich, oder? Du solltest gehen. Wir sehen uns später. Warum plötzlich so pissig? Beginnender Verrat. Äh.
Entschuldigung, hab die Tür nicht gefunden. Fangen wir an. Gewonnen. Du bist stark. So viel steht fest. Von unseren Mitgliedern könnten es nur wenige mit dir aufnehmen. Und das ist keine Übertreibung. Du hättest sogar gegen Kogoro Katsura oder Ryuma Sakamoto eine Chance. Die Namen sagen dir sicher etwas. Habe ich recht? Flüchtig. Nie von ihnen gehört. Ich komme gegen jeden an. Irgendwo schon mal gehört. Hast du die letzten Jahre etwa verschlafen? Das sind die Drahtzieher des Anti-Shogunats. Meisterhafte Schwertkämpfer noch dazu. Gut. Ich denke, diesen Rekruten können wir gut gebrauchen. Irgendwelche Einwände? Von mir nicht. Es gibt dann noch jemanden, den ich dir gerne vorstellen würde. Komm mit. Oh oh. Kendo bestimmt. Ich möchte dir einen Offizier vorstellen, Kashitaro Ito. Er ist sehr klug und weiß genau, wohin die Welt sich bewegt und wie sie dorthin kommen wird. Suzuki, den ich dir schon gezeigt habe, ist Itos jüngerer Bruder. Auch ein wichtiger Mann. Er führt eine unserer Einheiten an. Nachdem ich euch miteinander bekannt gemacht habe, werde ich unter vier Augen mit Ito reden. Du sollst alle dir zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um unser Gespräch zu belauschen. Hast du verstanden? Mit Brille sogar. Ito, hier ist ein neuer Rekrut für dich. Sein Schwert beherrscht er fast so gut wie Nagakura oder ich. Ein Lob von Saito. Dann musst du etwas Besonderes sein. Ich bin Kashitaro Ito, Stabsoffizier der Shinsengumi. Die Shinsengumi besteht aus den besten Elitekriegern ganz Japans. Im Vergleich zu uns sind die Männer des Shoguns nur feige Schwächlinge. Unsere Taten werden die Zukunft dieses Landes entscheiden. Sei dir deiner Macht als Teil der Shinsengumi bewusst. Ich werde es mir merken. Ich brenne vor Tatendrang. Das klingt vielversprechend. Bei uns wirst du mehr als genug Gelegenheiten zum Kampf bekommen. Keine Sorge. Ich erwarte viel von dir. Ach, und Saito, können wir kurz sprechen? Das wäre alles. Wegtreten. Ich will, dass du von draußen unser Gespräch belauschst und dir jedes einzelne Wort einprägst. Verstanden?
Dann geh. Finde einen anderen Weg hinein. Aber wie? Also ich sehe keine. Ankerplätze, wo ich also meinen Haken dran schmeißen könnte. Und nur mal sehen, wie wir da richtig reinkommen. Könnte da ganz oben auf sein? Ey, nein. Ich komme hier nicht rein. Da bin ich hochgekommen.
Und ich dachte übers Dach. Stimmt etwas nicht, Saito? Nein. Ich habe unseren Neuzugang nur angewiesen, sich nützlich zu machen. Jemand mit einem solchen Talent sollte die Schwertübungen leiten. Kondo und Hijikata sind fort. Okita ist krank. Das ist unsere Chance. Niemand wird uns davon abhalten, uns von der Shinsengumi abzuspalten. Aber wenn wir nicht hier sind, könnten die Gegner des Shogunats, die in Kyoto lauern, waghalsiger werden. Das Attentat auf Sakamoto im Gasthaus Terada hat weder die Satsuma noch die Choshu auf den Plan gerufen. Darum müssen wir uns nicht sorgen. Wir treffen uns in Aburano Koji, um zu besprechen, wie wir uns von ihnen befreien. Ich erwarte dich auch dort. Wir sind fertig. Du kannst jetzt rauskommen. Hi. Kannst du mal kurz zur Seite? Da ist eine Schatztanke. Achso, Entschuldigung. Ich wollte das nicht kaputt machen. Ich kann das bestimmt irgendwie bezahlen. Das war ausgezeichnete Spionagearbeit. Ito hat nichts mitbekommen. Sicher kannst du dir schon denken, was los ist. Aber um es noch einmal offen zu sagen, Ito ist ein Verräter. Ich werde ihn auf Kondos Befehl hin weiter beobachten. Was war denn im Gasthaus Terada los? Wer ist das Anti-Shogunat, das sich in Kyoto versteckt? Wer ist das Anti-Shogunat, das sich in Kyoto versteckt? Hauptsächlich die Choshu. Aber Gerüchten nach verbünden sie sich mit den Satsuma. Und es war Sakamoto, der dieses Bündnis zwischen ihnen vermittelt hat. Er ist ein wichtiges Mitglied der Anti-Shogunat-Fraktion geworden, weshalb Ito ihn im Gasthaus Terada umbringen wollte. Also hat Ito das alles selbst geplant? Also sieht die Shinsengumi Sakamoto auch als Problem? Also hat Ito das alles selbst geplant? Im Grunde schon, ja. Die Leute erzählen sich, dass wir dafür verantwortlich wären. Aber weder Kondo noch Hijikata hatten etwas damit zu tun. Itos wahre Absicht war es, den Ruf der Shinsengumi zu beschmutzen und außerdem mehr über die Pläne der Gegner des Shogunats herauszufinden. Wir wissen jetzt, dass sie es im Moment nicht riskieren können, groß aufzufallen. Darum hat sich Ito gedacht, das wäre der richtige Zeitpunkt für seinen Schachzug. Ich werde die Shinsengumi von Itos Fraktion befreien. Ich weiß, du bist gerade erst beigetreten, aber ich brauche deine Hilfe dabei. Triff mich in Aburano Koji. Dort werden wir es tun. Also, ich hoffe, du meinst den Mord, ne? Ich bin da vom anderen Ufer, Bruder. Oh, dick und doof. So, gucken wir mal. Aha, da ist einer frei geworden hier. Brüchige Allianz. Mal ganz schnell eine Schnellreise rüber machen. Hallo. Nach dem, was mit Gensui passiert ist, sind alle noch etwas aufgelöst. Jetzt, da die Satsuma unsere Verbündeten sind, ist die Zeit reif. Ich muss mich sammeln. Apropos Satsuma. Einer ihrer Männer forderte ein Duell. Aber das ist schon eine Weile her. Erinnerst du dich noch? Ja, dein Kampfgeschick hat mich sehr überrascht. Jetzt hör aber auf. Ein solches Kompliment aus deinem Mund. Katsuha! Wir können dem auf keinen Fall zustimmen. Du willst, dass wir uns jenen anschließen, die Kusaka in den Tod getrieben haben?
Ich versichere dir, ich tue mich auch schwer. Ich dachte mir schon, dass du nicht einfach so zustimmen würdest. Deshalb habe ich ein Bankett für die Satsuma und uns vorbereitet. Sie werden von Okubo angeführt. Kurodas Leute werden auch dabei sein. Eine gute Gelegenheit, ihre Vertrauenswürdigkeit zu testen, nicht wahr? Also gut. Ich werde mir anhören, was die Satsuma zu sagen haben und mir eine eigene Meinung bilden. Wenn es dir möglich ist, sollst du auch kommen. Was sagst du? Habe ich eine Wahl? Gut. Ich habe in der Nähe etwas vorbereitet. Komm später vorbei. Gut, gehen wir. Was aus dem besoffenen Typ in dieser Geisha von den Satsuma Burg geworden ist. Sah ich den Mann, der mir den Brief geschickt hat. Die Gemüter hier sind schrecklich erhitzt. Ich bin gespannt, wie sich das hier entwickelt. Danke fürs Warten. Fangen wir an, ja? Katsura, erinnerst du dich noch an unser Duell? Ehrlich gesagt, war ich damals ziemlich enttäuscht von dir. Du wusstest nicht, wer ich war, doch verschontest mich. Zu weich für einen Samurai. Und nun sollen wir zusammen kämpfen? Wir Satsuma sind skeptisch. Du Narr! Niemand hier beweist so viel Weitblick wie Katsura! Wenn er dich verschont hat, dann hat er das aus einem guten Grund getan! Katsura erkannte, wer du bist. Erst richtest du dein Schwert auf uns und jetzt kritisierst du uns? Bist du nicht um dein Leben gerannt? Aber nur weil du damals zugegen warst. Wäre er allein gewesen, hätte er die Flucht ergriffen. Glaub mir. Du da. Yamagata, richtig? Wenn dir unsere Worte so missfallen, dann bring uns doch zum Schweigen. Mit deinen Fäusten. Vielleicht überlege ich es mir dann. Nichts lieber als das. Euresgleichen kann ich auch ohne Waffen fertig machen. Euer respektloses Verhalten gegenüber Katsura und den Shoshu werdet ihr schon bald bereuen. Hey, das reicht jetzt! Ich glaube, es lässt sich nicht mehr abwenden, wenn mich Okubo jetzt dafür drankriegt. Keine Sorge. Sollen sie sich ruhig austoben. Ich halte mich da raus. Ich will damit nichts zu tun haben. Kusaka Katsura! Tapfere Krieger der Shoshu! Ihr erfüllt mich mit unerschütterlichem Stolz! Eine kleine falsche Bewegung kann bereits alles zunichte machen! Das solltest du wissen! Du bist stark! Solltest du nicht eigentlich im Helden sein? Würde ich nicht ein gewisses Niveau halten, könnte ich wohl kaum erwarten, dass man mir folgt, oder? So, ich regel das alleine hier. Nicht schlecht. Und ich dachte, du hättest dich nur aufgeplustert. Ich habe deine Kraft ebenfalls vollkommen unterschätzt. Katsura, bitte verzeih mir mein unhöfliches Verhalten. Na, werden wir nüchtern? Dieses Gelage war eine Spitzenidee. Allein um die Streiterei zu sehen, war es das wert. Mit dem Sturz des Shogunats ist es nicht getan. Wir brauchen gute, vernünftige Männer wie Katsura, um dieses Land wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. Danke an alle. Und jetzt lasst uns weiter das Festmahl genießen. Entschuldige, dass ich dich damit reingezogen habe. Dich kämpfen zu sehen, beeindruckt mich jedoch immer aufs Neue. Tatsächlich hat deine Vorstellung die Kampfeslust in mir geweckt. Wie wäre es, wenn wir uns beide messen würden? Ich warte draußen auf dich.
Besiege Katsura. Okay, das machen wir. Aber in der nächsten Folge, Freunde, wir machen hier nochmal einen Cut. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, du bist morgen wieder mit dabei. Lass mir gerne was da. Pass auf dich auf. Und bis morgen. Ciao, ciao.